Nach Düsseldorf wurde dann auch Gladbach ausgeschaltet. Und so ist im Halbfinale 1971-72 der erste FC Köln der Gegner. Im Hinspiel hatte es für Königsblau eine 1:4 Niederlage gegeben. Im Rückspiel in der ausverkauften Glückaufkampfbahn musste also zum Ausgleich ein 3-Tore-Vorsprung her. Klaus Fischer zum 1:0 nach 16 Minuten. Und eine Viertelstunde später eine ähnliche Situation, wieder der Freistoß von Helmut Kremers. Und dann war es Rolf Rüssmann, 2:0. Rüssmann neben Helmut Kremers und Sobiray einer der drei Abwehrspieler vor Libero Tanne Fichtel. Keine deutsche Mannschaft beherrschte zu dieser Zeit das Flügelspiel so wie die Schalker. Noch vor der Pause der dritte Treffer. Libuda. Von Haaren. Fischer. Und Scheer. Das 3:0, das 1:4 aus dem Hinspiel damit egalisiert. Schalke, das in dieser Saison hinter dem FC Bayern München Vizemeister der Bundesliga wurde, mit einem Altersdurchschnitt von nur 25 Jahren. Noch wenig erfahren, vielleicht auch deshalb. Der 1:3 Gegentreffer für Köln nach 43 Minuten durch Hannes Löhr. Direkt nach Wiederbeginn die zweite Hälfte und das Handspiel von Sobiray. Elfmeter. Hannes Löhr. Nur noch 3:2 aus Schalker Sicht. Es folgten Diskussionen um Schiedsrichter Heckeroth, sowohl von Spielern als auch von Zuschauern. Als das dann geklärt war und als es dann weiterging, gab es gleich den nächsten Elfmeter. Diesmal für Schalke 04 nach diesem Foul an Helmut Kremers. Beworungen. 80 Minuten waren vorbei, immer noch 3:2. Doch der dritte Strafstoß des Tages brachte die Wende. Diesmal versucht es Helmut Kremers. 5 Minuten vor dem Ende wieder ein 2-Tore-Vorsprung. 4:2. Allerdings musste ein 5. Tor für die Verlängerung noch her. Libuda. Und dann das Foul von Kapellmann an Rüssmann. Wieder Elfmeter die Entscheidung und viel Hektik und Aufregung in der 5. Minute der Nachspielzeit. Libuda legt den Ball auf den Punkt, doch Helmut Kremers wird antreten. Fünf zu zwei. Schalke schaffte damit in der Addition der Treffer von Hin- und Rückspiel den Ausgleich. Das bedeutete Verlängerung. Und in der hatte der erste FC Köln nach 105 Minuten die Chance zur Entscheidung. Werner Biskup gegen Nick Buhr. Und der bleibt Sieger. Nick Buhr rettete damit das 5:2 in der Verlängerung über die Zeit. Der nächste Akt also, Elfmeterschießen. Den Anfang machte der Gastgeber, machte Schalke 04, Klaus Fischer. 1:0 für Königsblau. Der erste FC Köln mit Hannes Löhr.
1:1. Libuda, der Kapitän der Schalker. Und Wolfgang Overath, der Kapitän der Kölner. Beide Spielführer verschießen, Nick Buhr hält und wird darauf gleich selbst zum Schützen. ...2:1 Schalke. Dann Thielen für Köln. Der erneute Ausgleich. Helmut Kremers mit seinem dritten Strafstoß. Schalke wieder in Führung. Werner Biskup, in der Verlängerung hatte er ja schon einen vergeben. Den hier nicht. Dann Erwin Kremers, der Linksaußen. 4:3 für S04. Jupp Kapellmann und der fünfte Elfmeter für Köln. 4:4. Ab dann konnte jeder Elfmeter die Entscheidung bringen. Fichtel. 5:4. Simmet. 5:5. Dann wieder Beverungen. Im Spiel ging sein erster daneben. Und der hier auch. Alles vorbei. Wenn Glowacz trifft für Köln, ist Schalke raus. Norbert Niekbuhr hält seinen dritten Strafstoß. Der nächste, Heinz von Haaren, der Spielmacher. 6:5 für Schalke. Und was macht Kölns Kohlmann? 1:1 beendete eins der dramatischsten Pokalspiele aller Zeiten. Schalke siegt nach 21 Strafstößen mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Köln und zieht damit ins Pokalfinale 1971-72 ein.